Moin, hier ist der Angelus mit einem weiteren Video zu God of War Ragnarök. Mit einem letzten Video zu God of War Ragnarök. Folge 120. Es fehlt noch eine Trophäe. Wir müssen nach Muspelheim reisen. Und wahrscheinlich wird da die Valkyrenkönigin Gnar auf uns warten. Die neue Königin. Nicht Sigrun wie in 2018, sondern Gnar. Da bin ich mal gespannt. Wir haben in der letzten Folge hier den Berserker-König gemacht. Das war ganz schön heftig anstrengend und jetzt bin ich gespannt, wie die Walküre da werden wird. Leute, schön, dass ihr dabei seid. Folge 120 hier vom Projekt. Und es wird auch das letzte Video sein, denn es wird nur noch der Kampf mit der Walküre kommen. Außer danach kommt noch irgendwas Tolles, weil man 100% erreicht hat. Aber mal gucken. Wir gehen zum Schmelztiegel. Denn da ist auch ein weiteres Fragezeichen auf der Welt aufgetaucht. Vorher muss ich mir aber natürlich noch einen Wiederbelebungsstein kaufen, den ich aber auch da vorne bekomme. Gleich im Muspelheim ist ja der Schmied. Lunda wird uns da schon helfen. So. Mal gucken, ob Freya was sagt wegen Gnar, ob sie sie schon spüren kann. Da ist Bifrost. Hätte ich mal einen Kübel Wasser mitgebracht. Oder 5. Oder 20. Ja. So, ich brauche einen Wiederbelebungsstein. Ragnarök-Rüstung geht aufs Haus. Dankeschön. Nennen wir es eine Ehrengabe. Überragender Wiederbelebungsstein. Wenn du Nachschub brauchst, weißt du, wo du mich findest. Über 3 Millionen habe ich einfach von Hacksilber. Aber hier, man sieht hier oben Bifrost, das heißt, Königin Gnar ist wahrscheinlich hier gelandet. Das ist doch neu hier, der Durchgang. Da ist auch das Fragezeichen, ne? Man sieht hier unentdeckt. Es ist auch unentdeckt und das sind die letzten Prozent. Nur noch das hier auf 100% machen, dann habe ich alle Welten. Ich glaube, wenn alle Welten auf 100 sind, sollte ich nochmal zurückgehen zu Sindris Haus und gucken, ob vielleicht Tyr sich da blicken lässt. Alles ist aufgeladen, das muss ich nicht aufheben. Da kann man hin. Ja. Ich hab das auch aufgehoben, aber ich wollte hier runter nur. Ich habe auch jetzt die Reliquie vom Berserker-König ausgerüstet. Keine Ahnung, ob das gut ist, was das Ding macht. Okay, hier, ist das hier Lager? Ein ganzes Lager wurde hierher geportet. Ein Buch. Oh oh. Verräterin. Da ist sie. Sie ist wild. Greif nur an, wenn du wirklich bereit bist. Sie ist wild? Ich bin auch voll wild. Was hat die denn? Die hat Messer? Hat die genauso viele Lebenspunkte wie der... Knie! Sei auf der Hut, Kratos! Alter, wie viel Schaden macht die denn? Hä? Was ist das denn, was sie denn macht? Was macht die für Sachen? Jawohl! Alter, warum muss die auch Bifrost machen? Warum kann es nicht mal einen Gegner geben, der so hoch ist, ohne Bifrost? Was macht sie? Ach, natürlich. Freya, wenn die auf mir drauf ist, dann kannst du sie gerne mal runterschubsen, ey. Du hast doch dann eh nichts zu tun, wenn die auf mir drauf hängt. Bleib da. Irgendwas wollte sie machen, aber... Konnte sie noch... Die hat weniger Lebenspunkte als der wir König. Wir wurden beide von Odin getäuscht. Es muss nicht auf diese Art enden. Wer erhebt sich? Was war das denn jetzt? Hinter dir, pass auf! Ja, da habe ich nicht hingeguckt. Die ist ganz anders als an die Valkyren 2018. Aber ist ja auch klar, also die können ja nicht die gleiche Königin nochmal so machen. Oh, langweilst du
Oh, die macht... Ich habe das Gefühl, dass die macht mehr Schaden. Die macht echt so kranke Sachen und am Ende des Kampfes läuft es dann immer echt ein bisschen scheiße. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Schön vorsichtig. Guck dir das an, ey. Was ist das schon wieder für ein Anfang? Mit deinem scheiß... bekloppten... Ja, genau. Schüssen am Anfang. Darf ich mich vielleicht auch noch am Kampf beteiligen hier? Ja, voll nett. Erhebe dich! Erhebe dich! Klingstein! Was nutzt dir ein Schild, wenn du ihn nicht einsetzt? Sehr witzig. Warum mache ich so wenig Schaden, ey? Für Asgard! Bade ist teuer! Nice. Sie brennt, glaube ich, so ein bisschen. Böser Treffer! Bist du in Ordnung, Kratos? Nein, bin ich nicht. Asgard, blute nicht! Ey, da bin ich ausgewichen. In echt. Die sind rot, die kann man nicht blocken. Als ob da noch sowas passiert. Erhebe dich, du bezahlst mit deinem Leben! Du kämpfst gegen mich! Alter! Wow, danke. Blut genügt nicht. Für Asgard! Für Asgard! Für Asgard! Ah ja, der Dritte! Der Dritte für Asgard! Mach mal ihr Balken voll! Das gibt's doch nicht! Brennt nochmal. Das war viel Schaden. Aber das ist jetzt auch wieder vorbei. Ja, ich hab sie. Ich hab sie. Flügel weg, du nein. Du urteilst über mich. Nee. Du, die so feige war, dass sie damit ganze Welten ruiniert hat. Schwester, ich kenne diesen Hass, der dich verbrennt, dein Inneres. Ich kenne diese Flammen und den Trost, den die Wärme bringt. Ich tat dir Unrecht. Und das kann ich nicht ändern. Mich nie genug dafür entschuldigen. Doch dieser Hass. Die Rache. Du musst sie aufgeben.
Ende es. Sie lässt nicht mit sich reden. Kratos, deine Entscheidung? Ja, Schwester. Oh Mann. Keine Hoffnung mehr. Sie lässt sich nicht bekehren. Alter. Schwenken noch nicht mal weg, die Kamera halten voll drauf. Schade um die Walküren. Aber gut, wir haben die anderen noch auf unserer Seite. Meine Fresse, ey. Der hatte echt auch wieder ein paar heftige Angriffe darauf. Die wahre Königin. Und da müsste auch die Platin-Trophäe kommen. Der Bär und der Wolf. Platin abgeschlossen. 100% abgeschlossen. Jenseits von Ragnarök. Jawoll. Ne, da will ich noch nicht hin. Erstmal hier ein bisschen was aufzuheben. Freyas Rüstung? Die hat eine neue Rüstung bekommen. Cool. Gnars Tagebuch. Freya hat dadurch eine neue Rüstung und Schildzusatz. Rundschild der Auslöschung. Klingt gut. Hätte ich vielleicht eben gebrauchen können, hätte ich sie ausgelöscht. Beschwörung. Gebrüll der Königin. Ja, jetzt kriegt hier Freya nochmal richtig krasse Sachen, die ich jetzt alle nicht mehr gebrauchen kann, weil ich durch bin, weil ich Platin erreicht habe. Puh, aber ich gucke mir die auf jeden Fall nochmal an hier bei Freya. Freyas Rüstung. Rüstung der Königin. Alter, ist die wunderschön. Wunderschön. Und die Beschwörung? Gebrüll der Königin? So ein Walkürenangriff. Freya entfesselt die wahre Kraft ihrer Walkürenform, indem sie in die Luft aufsteigt und mit ihren Flügeln eine vernichtende Schockwelle auslöst. Ah, kann ich nicht lernen. Es kostet 4500, da brauche ich Erfahrungspunkte für. Aber es ist, glaube ich, ein cooler Angriff. Und Kratos hat einen Schildzusatz bekommen. Irgendwie Schild der Auslöschung. Da, Schild, Rundschild der Auslöschung. Halten Sie allein mehrere Sekunden lang gedrückt, um den Schild aufzuladen, und dann drücken Sie, um eine Salve Walkürensplitter auf den Gegner abzufeuern. Klingt jetzt nicht so spannend. Okay, aber guck mal die Rüstung an von Freya, ey. Die ist hübsch. Die neue Walkürenkönigin. Okay, 100% Freya, erreicht. Tut mir leid, was passiert ist. Mhm. Ich gab ihr, was sie wollte. Aber danke. Ja. Sie. Und? Wie fühlt es sich an, wieder die Königin der Walküren zu sein? Königin? Warum? Es sind keine Walküren übrig. Die Schildkröte. Ja. Wirst du sie nicht anführen? Wieder aufbauen? Vielleicht. Es haben wäre die das erste Mal seit langem, dass etwas wirklich mir gehört. Hm. Mal sehen. Die Schildmaiden haben doch auch noch Flügel. Das sind keine Walküren mehr, aber die sind doch gut. Hätte ich mal einen Kübel Wasser mitgebracht. Ich wollte jetzt gerne nochmal zu Sindris Haus. Jetzt, wo ich 100% erreicht habe in allen Welten und die Platin-Trophäe, wollte ich gerne mal gucken, ob da was passiert. Hier sieht man Weltenübersicht, alles 100%. Nichts mehr zu tun, Platin erreicht. Erstmal an euch, Leute. Vielen, vielen Dank an alle, die mich bis hierhin begleitet haben bei God of War. Bis Folge 120 und der Platin-Trophäe. War eine lange, lange Reise, aber ein tolles Spiel. Ich fand es auch jetzt an keiner Stelle zu lang oder so. Also wirklich nicht zu lang, nicht zu sehr gestreckt. Man hätte es auch noch länger machen können. Ich meine, ich hab jetzt 62 Stunden. Alles geschafft in 62 Stunden. Das ist nicht so viel. Ich habe mit 90 oder 100 Stunden gerechnet, aber 62, 100% Platin mit 62 Stunden. Aber hier ist keine Tür oder so da. Schade. Okay, somit endet jetzt Kratos' Geschichte hier. God of War Ragnarök ist komplett abgeschlossen.
Mir hat es wirklich viel, viel Spaß gemacht. Auch die Kämpfe waren wieder anspruchsvoll am Ende. Der König und die Königin, die Valkyrenkönigin, die sind immer ziemlich heftig. Aber wenn man sich reinbeißt, dann geht's eigentlich. Aber ich bin jetzt auch ziemlich fertig. Das waren jetzt einige Stunden, die ich jetzt am Stück hier aufgenommen habe. Und die Königin und den König direkt hintereinander gemacht, ne? Jetzt tun mir die Hände weh. Ja, ich hoffe, also, oder ich weiß ja, dass einige von euch hier gerne zugeschaut haben. Leute, vielen, vielen Dank für eure tägliche Unterstützung hier bei God of War Ragnarök und auch an alle, die noch nach der Hauptstory hier dran geblieben sind und die Folgen noch angeschaut haben für die 100% und die Platin-Trophäe. Mal schauen, wie es weitergeht mit der God of War Franchise. Mal gucken, ich wette, die nächsten 4-5 Jahre werden wir wieder nichts haben. Aber so 5 Jahre Produktion für ein God of War ist eigentlich schon ziemlich gut. Dafür sind die auch immer auf einem guten, hohen Niveau. Also gerade das von 2018 und das jetzt waren mega geil. Also ja, Leute, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei anderen Projekten auf meinem Kanal oder Videos oder im Livestream, wenn ich mal wieder online bin. Also Leute, haut rein. Ciao, ciao.